Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ihr vermutet es ist Destiny 2, die PC-Fassung. Sie ist nämlich jetzt rausgekommen und da dachte ich, hey, jetzt frisch am Release-Tag kann ich sie ja mal spielen. Ich habe keine Ahnung, ob die Server schlapp machen oder irgendwas anderes. Ja, und bevor ich es vergesse, ich blende mich mal ein. Hallo an alle. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich guck mal kurz auf den Kontrollmonitor. Ja, doch. Ich glaube, ich bin sichtbar. Ich bin auch momentan noch nicht zu hell. Ich gebe zu, ich musste die Kameraeinstellungen per Hand regeln, weil dunkles Zimmer, dunkle Umgebung gleich dunkles Bild. Deswegen hat man mich spontan auch nicht so richtig gesehen. Ist aber egal. Das müsste jetzt halbwegs funktionieren. Es kann sein, dass ich nachher, wenn das Spiel beginnt, weil es ja nicht gerade einen hellen Bildschirm hat, sondern ein dunkles Bildschirm, also eine dunkle Umgebung am Anfang, dass ich da kurz die Kamera ein Stückchen noch heller drehen muss, weil ich sonst verschwinde im dunklen Bild. Aber ja, ich starte einfach mal. Wie schon in der Beta können wir uns drei Klassen aussuchen. Oh, hoppla, da wechseln auch gleich die Bilder. Ich lese mal vor. Ich stehe auch nicht auf ja, dem Bild sozusagen, also ich verdecke nichts Wichtiges momentan. Wir können den Titan spielen. Titanen sind disziplinierte und stolz aggressiv in ihren Angriffen. Achso, sind diszipliniert und stolz aggressiv in ihren Angriffen und ihrer Verteidigung. Ich glaube, ich fange nochmal an. Titanen sind diszipliniert und stolz. Aggressiv in ihren Angriffen und ihre Verteidigung standhaft wie ein Fels in der Brandung. Jäger. Die agilen und wagemutigen Jäger sind blitzschnell auf den Beinen und noch schneller am Zug. Und dann haben wir noch Warlock. Warlocks verwandeln die Mysterien des Universums in Waffen, um sich selbst zu erhalten und ihre Feinde zu zermalmen. Fürs Let's Play würde ich ganz gerne einen Jäger spielen. Ich habe zwar damals immer einen Warlock gespielt, es kann auch sein, dass ich den irgendwann nochmal spiele, aber das dann eher privat. Ich probiere es mal, wobei das hier ist mehr so der Tank, ne? Ich nehme mal den Tank, für den Fall dessen. Ich weiß auch nicht warum. So, dann können wir an ihn anpassen. Also, wie schon in Destiny 1 kann man die Figur rudimentär anpassen. Wir können wählen zwischen Mensch. Du bist ein Mensch, abgehärtet und anpassungsfähig. Deine Vorfahren erhoben sich von der Erde und schufen ein Zeitalter der Wunder. Da können wir natürlich auch weiblich dann nehmen. Kann ich mal anklicken. So sieht eine weibliche Figur aus. Dann haben wir Erwachte. Du bist ein Erwachter, gezeichnet vom Kosmos. Deine Vorfahren suchten Schutz weit draußen im All und das veränderte sie für immer. So, das gibt es natürlich dann auch nochmal in der weiblichen Fassung. Und dann können wir noch Exo nehmen. Du bist ein Exo, eine denkende Kampfmaschine, erbaut für einen längst vergessenen Krieg. Und so sieht das dann in weiblich aus. So, ich nehme eine weibliche, menschliche Frau. Weiblich und Frau, das ist irgendwie dasselbe, aber ist egal. So, und wie schon in Teil 1 kann man jetzt hier vorgefertigte
Gesichter nehmen. Ich glaube sogar, dass es die gleichen Gesichter sind wie in Teil 1. Da hat sich nicht viel verändert. Ich mach mal kurz ein wenig die anderen Hautfarben. Ja, gut, das Gesicht werde ich noch gleich nochmal überarbeiten. Mir ging es eigentlich nur mal gerade so vom Wirken. Vielleicht. Entweder sie. Ne, sie ist ein bisschen strikt. Woher denn die andere? Was ist das? Tja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme erstmal sie und dann gucke ich mal, was noch so bei rauskommt. So, Lippenfarbe kann man natürlich auch anpassen. Von knallrot zu lila zu allen möglichen anderen schönen Farben. Gelb, sehr hübsch. Man kann natürlich hier wieder ganz viele Spielchen spielen, wobei die Charaktererstellung ist halt rudimentär. Das war schon im ersten Teil bedauerlicherweise so. Und ich konnte mich schon im ersten Teil nicht so richtig für eine Farbe oder Hautfarbe oder Allgemeinfarbe entscheiden. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Augenfarbe, das glaube ich, fällt mir halbwegs leicht. Auch die Lippenfarbe, eigentlich gefällt sie mir nicht. Die ist mir ein bisschen zu hell. Nehme ich die, ja. So, dann haben wir hier natürlich Haare. Kann ich sie drehen? Ich würde sie gerne drehen, aber wie ich gerade feststelle, kann ich sie nicht drehen. Auch mit WASD geht es leider nicht. Die Pfeiltasten sind nicht belegt. Also, ich kann bedauerlicherweise die Figur nicht um die eigene Achse drehen. So, dann könnten wir ihr... Das wäre hier aber wirklich gerade nötig, finde ich. Maus und so weiter geht auch nicht. Okay, also das sind Haare. Okay. Es sind auch die gleichen Haare wie in Teil 1. Definitiv, da hat sich nichts geändert. Woher weiß ich das? Weil meine Hauptfigur hatte diese Haare hier und einen zweiten Charakter, den ich mal erstellt hatte, hatte diese hier. Deswegen, das ist alles gleich. Die Haarfarben auch noch mal ganz kurz, wobei das Grau ist mehr blond, ist auch sehr schön. Ich gehe noch mal ganz kurz hier so die Haarfarben durch für alle, die es interessiert. Ist jetzt nicht wirklich umfangreich, die Erstellung des Charakters. Ist ja auch mehr ein Shooter, also deswegen ist eine nette kleine Dreingabe, dass man hier die Haarfarbe bestimmen kann. Jetzt können wir noch mal ganz kurz die Gesichtsform nehmen. Ja, da ist ein bisschen älter vom Optischen hier. Ja, nehmen wir doch mal das. Nochmal ganz kurz die Lippenfarbe, weil wie gesagt, so richtig glücklich war ich noch nie damit. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, es bleibt bei... War das die Farbe? War das die Farbe, die ich eingestellt habe? Nee, wir nehmen die Farbe. So, nehmen wir die Farbe, das sieht so halbwegs vernünftig aus. Haarfarbe, wie gesagt, lasse ich die, weil alles andere wollte ich ihr nicht geben. Und dann kann man rein theoretisch ihr noch ein Tattoo geben. Das ist aber nur im Gesicht, wie man gerade sieht. Und Tattoo-farbenmäßig, ich mache mal hier den Strich. Da sieht man auch, da ändert sich dann so ein bisschen was. Man kann natürlich das Tattoo dann nehmen, um hier Make-up zu ihr zu geben, wenn man das möchte. Wobei ich sagen muss, sieht jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also im Vergleich zu nichts. Ne? Also bei nichts ist ja so ein bisschen dunkler die Augenregion. Und man kann halt dann eben auch sagen, okay, pass mal auf, du sollst ein bisschen hellere Augenfarbe oder hellere Augenpartie haben. Das würde dann damit auch gehen. So, tja, ich habe keine echte Ahnung, was ich hier erstelle. Ich meine, das ist mein großes Problem irgendwie bei allen Spielen, die man irgendwie erstellen kann. Man hat da so viel Auswahl. So, ich klicke mal auf Abschließen. Ich glaube, ich habe sie genug erstellt. Wir werden sie auch im Spiel wahrscheinlich nicht so oft sehen. Das hat einfach was damit zu tun, dass, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Man hat immer einen Helm meistens auf. Man ist ja in Kampfrüstung. Also deswegen, das passt schon und deswegen... Denke ich mal, wir starten einfach mal. Und vorsorglich, ich blende mich mal aus. Bis gleich.
Also, Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es, flieg schneller. Los geht's. Wir müssen Zavala, Ikora und Cade finden. Yep, das müssen wir. So, ich kann mich wieder einblenden. Hallo. Und jetzt ist das aufgetreten, was ich sagte. Die Webcam ist eine Nuance leider zu dunkel. Das war mir von vornherein klar. Moment. So. Das Spiel ist nämlich jetzt dunkler und der Monitor strahlt mich nicht mehr so extrem ein. Deswegen musste ich es ein wenig, anders einstellen. So, und bevor ich es vergesse, wie komme ich denn jetzt hier in den Charakter? Da. Ich habe nochmal ganz kurz neu gestartet. Ich wollte dann doch einen Jäger spielen. Ich habe mich umentschieden, als ich die Cutscene gesehen habe, wo ich meinen Charakter gesehen habe. Das Make-up war etwas falsch eingestellt und naja, irgendwie, nee, dann hatte ich doch eine andere Inspiration. Deswegen, es ist ein Jäger geworden. Und wir sind momentan Revolverheld. Können eine Brandsatzgranate nehmen. Eine Granate, deren Explosion Feinde in Brand steckt, ist mit der Taste G verknüpft, wird demnächst zur Schwarmgranate und zu einer Lichtsensor-Minengranate. Wir haben eine goldene Kanone, das ist die Superfähigkeit, ruft eine flammende Pistole dabei, die Feinde durch Solarlicht zerfetzt, und wir können mit
zweimal in die Luft springen, um höher zu steigen. Wir haben ein Jetpack auf Deutsch. So, ne? Also das muss man jetzt mal auch so sehen. Okay. So, Escape schließen. Wir können noch nichts anderes auswählen. Wir haben hier sonst auch nichts. Wir könnten Glimmer haben, legendäre Bruchstücke und Glanzstaub. Das werden wir wohl noch alles sammeln. Das Inventar sieht auch schön leer aus. Und warum ich mich jetzt hier gerade befinde, habe ich keine Ahnung. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie was umschalten, aber leider nicht. Und bevor wir das jetzt wirklich komplett starten, nur mal so für alle, die es wissen wollen. Das sind die Einstellungen, mit der ich spiele. Warum steht hier individuell? Es ist eigentlich die höchste Einstellung, die geht. Ich habe die Bewegungsunschärfe ausgeschaltet, für alle, die es wissen wollen, weil das war auf Dauer doch ein bisschen nervig. Jetzt geht's aber los. So, und das sieht hier genau wie in der Beta aus. Alles gleich. Kommt der. Jojo, sollen sie kommen. So. Komisch. Die Kabale erobern Systeme, indem sie Planeten in die Luft jagen. Was sie wollen, muss hier sein. In der letzten Stadt. Das war ein neuer Satz. In der Beta hat er noch was anderes erzählt. Da hat er gesagt, große... Ihr Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Ja, gleich. Nee, da hatte der Geist eigentlich gesagt, große Rhinoceros-Kreaturen mit Helm oder sowas. Mach sie platt. Gut. Habe ich eigentlich noch eine zweite Waffe? Nö, natürlich nicht. Ich habe nur diese blöde Pistole hier. Hallo. Na? Kate. Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Und tschüss. Ich mag ihn. Ich weiß nicht warum, ich mag ihn. So, und im Übrigen, wenn die Zwischensequenz losgeht, man kommt nicht durch die Tür, auch wenn sie offen ist, da ist eine unsichtbare Wand. Ja, das war auch schon in der Beta so. Also bitte nicht wundern, die Mission hat man in der Beta schon gespielt. Die ist für mich jetzt nicht neu. Hallo. Na, ihr? Hier drüben, Jäger. Meine Waffenkammer steht hier offen. Folge von dort dem Pfad. Dadurch wirst du über den Hangar zur Piazza gelangen. Ich kümmere mich um diese Leute. Wenn die Kabale Krieg wollen, dann geben wir ihnen Krieg. Oh ja, wir geben ihnen Krieg. Jo. Und ich nehme mal eine Waffe. Hallo? Waffe. Sehr schön. So, wir gehen in den Krieg. Wir öffnen die Tür. Und wir gehen mal rein. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Hier. Granate. Oh, das sieht ja auch nett aus. So. Ja, Sprint wollte ich jetzt nicht. Danke für den Tooltip. Und grafisch sieht es schon cool gemacht aus. Gut, es gibt natürlich hochauflösendere Texturen und so weiter. Aber ich finde, das Spiel hat schon was. Wobei ich auch sagen muss, es wirkt halt wie Teil 1. Ein bisschen polierter, sage ich mal. Und manchmal hatte ich auch ehrlich gesagt schon in der Beta das Gefühl, dass Destiny 2 eigentlich genau das ist, was Destiny 1 schon hätte sein wollen würden, was es aber damals halt leider nicht geworden ist, weil man da die Story vergessen hat oder so. Muss ich hier lang? Nein. So. Nein, ich laufe nicht orientierungslos durch die Gegend. Ich habe nur... Warum wehren die sich nicht? Guck mal, die können doch sowas hier machen, ne? So ein bisschen wehren ist immer ganz gut. Andere erschießen, die auf einen schießen. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Das ist schön. Oh. Guten Tag. Was? Drücke. Ich soll irgendwas drücken. Ah. Hey. Was ist denn das hier für eine komische Waffe, die ich gerade habe?
So. Hoppla. Ich will nicht drauf gehen. Noch nicht zumindest. Was macht der denn da? Flugkunstschule an der Decke. Ach, fragt mich nicht, was ich hier gerade erzähle. Ich erzähle gerade wieder am Stuss. Ist immer so, wenn ich mich halb konzentriere. Und ja, man muss sich auch bei Shootern konzentrieren. Das gehört nun mal dazu. Sonst trifft man ja so gut wie gar nichts. So, und irgendwas piekt hier gerade. So, vielleicht besser. Jo, dem geht's nicht mehr so gut. Dir auch nicht. Das war der Nahkampfangriff. Ich wollte ihn mal betätigen. Guck mal, wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Schon beeindruckend. Entschuldigung, ich wollte mich mal ganz kurz ausblenden, um diese schicke Optik nicht ganz zu verdecken. Und ach ja, die Stelle war auf der Konsole damals doof. Guten Tag. So, der ist weg. Den erschießen wir auch. Muni nehmen wir immer mit. Hey, hast du das auf mich geschossen? Ich hänge gerade. Und? So, der ist weg. Oder auch nicht. Mal jetzt. Kommt doch nicht etwa Verstärkung. Wenn doch, habe ich was dagegen. Ja, komm her. Das war nicht dein Ernst, oder? Hinter mich fliegen. Wie frech. Sie greifen nicht nur die Stadt an. Schau dir den Reisenden an. Drücke Tab, um dein aktuelles Missionsziel anzusehen. Triff Zawada auf der Plaza. Begib dich über den Hangar zur Tom Piazza und triff den Commander. Wenn die noch da ist? Ja. Ach, wie schön. In der Zwischenzeit genieße ich mal kurz die Aussicht. Ich glaube, die Stadt hat Probleme. Und der große Ball, der Reisende auch. Ach komm. So, das weiß ich noch. Doppelsprung wird mir gerade beigebracht. Ah. Es sei denn, ich springe daneben. Ich, Intelligenzbolzen, kann das nicht mit dem Doppelsprung. Doch, ja. Geht doch. Hey, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Cora, weißt du was? Das ist die Elite. Gnadenlos. Und Gerüchten zufolge sind sie unbesiegt. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber Zawala, sie greifen den Reisenden an. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. Genau. Der Reisende, was ist dieses Teil, das sie an ihm befestigt haben? Keine Ahnung, du bist der hochintelligente Computer von uns beiden. Wäre schön gewesen, hättest du jetzt eine Lösung gehabt. Was ist denn das jetzt? Ach ja. Mami! Ich muss mal kurz mitmachen. Verteidigen Sie den Turm, drei Wellen. Das wissen wir. Guten Tag. So, Protokoll 1. Nicht wundern, ich habe die Namen ausgeschaltet. Deswegen taucht das hier so komisch aus, auf. Ist für Aufnahmezwecken besser. Man weiß ja nicht, ob die Leute wollen, dass sie hier wirklich in dem Programm erwähnt werden teilweise. Hier. Die Rotlegion ist gut ausgebildet, aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Okay, ich halte. Angriff! Nutze meinen Schild! Ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, ich hätte nicht reinrennen dürfen. Ich hätte hinten bleiben müssen. So, ich sehe übrigens gerade, da unten winkte gerade einer. Egal. Wo sind sie denn? Da. Ja, komm. Die Jungs haben das auch eindeutig schon mal gespielt.
wie gesagt, ist nicht wirklich hier neu, die Stelle. Die haben wir in der Beta schon gehabt. Aber cool inszeniert ist sie trotzdem. Muss ich so sagen. Die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Natürlich. Ich hoffe im Übrigen, dass ich unten mit der Webcam nicht allzu viel verdecke, aber ich glaube an der Stelle klappt das ganz gut. Ich bleib mal hier. Noch mehr Rotlegionäre. Zeig ihnen, was ein Hüter ist. Mach ich. Guck mal da zum Beispiel. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Ich bleib hier einfach mal stehen und schieß mal alles ab, was da ist. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, ob meine Munition reichen wird. Granate geht noch nicht. Granate! Ja, langsam wird die Muni knapp, ne? Hi. Hast du Muni? Zavala, das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Na gut. Wird gemacht, Commander. Ich hau mal ab. Viel Erfolg hier. Denn ich glaube, da fing gerade die zweite Welle oder das nächste Kampfgebietchen an. Ich hau mal ab. Ich bin weg. So, neues Ziel. Also, zu den anderen Charakteren nochmal zu sagen, die man hier trifft, also andere Spieler. Die Battletechs habe ich ausgeschaltet und die Echtnamen, ja, damit ihr euch nicht wundert. Beides ist wohl standardmäßig an, wobei ich nicht genau weiß, was das bedeutet, ob das jetzt nur für Freunde ist oder so. Aber ich habe beide so eingestellt, dass man nur die Charakternamen sieht. Das hatten wir ja auch gesehen. Und da habe ich mich verlesen, der eine hieß nicht Protokoll, der hieß Pollock oder so ähnlich. Da bitte ich um Entschuldigung, da war das Schlachtengetümmel doch ein wenig zu groß. Nicht mal mein Freund. Ja, putz hier mal weiter. So. Tür. Tür. Ikora! Der Sprecher ist weg. Rotlegion. Ihr werdet niemandem mehr schaden. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala! Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Okay, machen wir. Alle, die Teil 1 gespielt haben, wissen, wer Amanda ist. Die hat immer die Schiffe gewartet. Und die anderen, die standen da und haben Ausrüstung verkauft. Also deswegen, die ganzen Figuren, die man hier trifft, waren in Teil 1 irgendwie vertreten. Und ja, Teil 1 hatte nicht bei weitem nicht so eine gut inszenierte Story wie das hier. Wo ist denn der hin? Müsste hier nicht irgendwo einer sein? Also die da hinten? Ja, ist klar. Aber ich meinte eigentlich der da irgendwie in das Häuschen gerannt ist. Ist hier nicht einer reingerannt? Oh Mann, das sind ja noch mehr. Hallo? Ich sehe sie nicht. So, jetzt. Und dich auch noch? Okay, der ist hinüber. Da sag ich nix. Da bin ich froh mit. Holiday ist im Anflug. Wir müssen das Schiff vom Feld kriegen. Ja, machen wir. Hallo. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Unternehmen wir's.
Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Aber immer doch. Ja. Und der Reisende scheint momentan eigene Probleme zu haben, da er nämlich wirklich gar nichts macht. Nun gut, wir sind angekommen. Wenn die Schilde deaktiviert sind, dann machen wir dieses Schiff platt. Naja, wenn es nur die Schilde sind, die ich jetzt ausschalten soll. Das würde auch ein Klacks. Hoffe ich. Ignoriert mich mal hier, Jungs und Mädels. Hallo. Oh. Ja, ich sollte vielleicht auch schießen. Also, treffen. Beim Schießen. So ungefähr. Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Na, aber gerne doch. Okay, der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Naja, gut. Warum muss ich dann hier draußen lang jonglieren? Das weiß wahrscheinlich nur mein Geist oder der Erbauer dieses Schiffs. Keine echte Ahnung. Einer von beiden wird es mir beantworten können. Früher oder später. Oh. Was? Fask, der Versenkte oder so ähnlich? Hier. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ehrlich nicht. Der sieht mir zu widerstandsfähig aus. Kleiner Zwischenboss hier. Na komm her. Ich glaube, die haben den Schwierigkeitsgrad gesenkt. Die machen wesentlich weniger Damage. Ist ja auch die erste Mission, deswegen alles in Ordnung. So. Blödes Viech. Huch. Wo kommt denn der her? Wollte ich sagen. So. Hey, wie lautet dein Status? Die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information bei mir. Okay, ich komme sofort. Wenn ich hier das Schiff kaputt gemacht habe, dann gehe ich auch Informationen. Ikora ist, glaube ich, mit dem Schiff da nach unten gesegelt. Sie wird es überlebt haben. Denn solche schicken Angriffe hätte ich auch gerne mal drauf gehabt, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ich hoffe, ich bin hier richtig und das Bild, das verwackelt so komisch. Das ist aber, glaube ich, Absicht. Guten Tag. Hey, immer diese Scharfschützen. Ich kann mich an die Stelle noch erinnern. Ich war nicht so schön. Nur, dass wir jetzt noch einen Unschärfe-Effekt teilweise drin haben. Der mir vorher noch nie aufgefallen ist in der Beta. Aber hey, ich bin ja nicht wählerisch, was das angeht. Ich krieg das auch so hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen das hin. Und wenn ich einen Respawn machen muss, den ich ja schon einmal hatte. Ich habe gerade nur gesehen, dass da irgendwas grunzte. Also ich gehört, dass was grunzte und dass da irgendwelche Energiesachen gerade auf mich zuflogen. Nicht gut. Was bist du denn für einer? Komm mal her. Oh. Lass mich in Ruhe. Brand, der Unbezwingbare, ist bezwungen. Genauso machen wir das. Wir bezwingen das Unbesiegbare, das Unbezwungbare oder wie auch immer. Oh, da sind noch zwei. Moment. Guten Tag. Ich wollte mal Hallo sagen. Das ist mein Planet. Da finde ich es nicht gut, dass ihr einfach mal so vorbeigekommen seid. Ohne Einladung und dann macht er hier noch alles kaputt. Das ist nicht okay. Gar nicht okay. Da habe ich persönlich was dagegen. So, die schnetzeln wir mal weg.
Wie gesagt, ich habe was dagegen, wenn die Leute einfach so vorbeikommen und meinen, das wäre ihr Heimatplanet plötzlich. Dabei ist der ja noch besiedelt. Oh, und irgendeine Art von Zielhilfe ist eindeutig aktiv. Denn den hätte ich dann niemals so leicht treffen können. Genauso wie den. Also sie haben den Schwierigkeitsgrad runtergesetzt. Ich bin mir da ziemlich sicher, sie haben ihn runtergesetzt. Wahrscheinlich für einen besseren Einstieg. Denn auf der Konsole gab es auch schon das ein oder andere Update. Und die Programme sollen wohl momentan noch inhaltsgleich sein. Also sie sollen es auch bleiben, soweit wie ich es gelesen habe. Eventuell, wenn sich das mal irgendwann stark auseinander, ja, entwickeln sollte, im Sinne von Schwierigkeitsgrad oder Forderung der PC-Spieler oder so, dann wollen sie wohl ein bisschen was anderes für die PC-Version machen. Aber bisher ist es inhaltsgleich, soll auch inhaltsgleich bleiben. Wir müssen, glaube ich, nach unten. Muss ich nach unten? Wahrscheinlich. Weiß es gar nicht mehr. Oh ja, ich muss nach unten. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Nur dann, auf. Auf zum Schildgenerator. Ja. Erstmal steht da so ein komischer Typ in der Mitte. Yep. Was? Keine Munition? Das ist jetzt ungünstig. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Keine Munition gefällt mir jetzt gar nicht. Nicht an der Stelle. Okay. Hat geklappt. Wer hat denn hier meine Munition nicht liegen lassen oder fallen lassen oder wie auch immer? Ach, sei ruhig. Hey. Ich sagte, sei ruhig. Immer die Leute, die nicht hören wollen. Okay. Zerstöre die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Mache ich. Da nehme ich mal die Pistole hier. Die mit ganz viel Munition. Genau so. Mami, ich laufe. Ich hoffe, ich werde nicht erwischt. Die Temperatur steigt. Es funktioniert. So. Da weiß ich ja aus der Beta noch, wie es geht. Zavala, geschafft. Die Schilde sind deaktiviert. Zavala? Nein. Mist. Ich sagte doch, ich weiß es noch, wie es geht. Wo muss ich denn hin? Auch jetzt sind die Dinger auch stehen geblieben. Na gut. Was soll's. Wir nehmen es einfach mal so hin. Und ich bin auch momentan mit dem Jetpack ein wenig verwöhnt. Ich spiele noch nebenbei Elex. Da ist das. Wir kommen nach oben. Da ist das alles ein bisschen anders. Und wir kommen nach oben. Amanda. Ja, Amanda. Ich brauche eine hohe Gelegenheit. Bloß tun. Nichts. Willkommen in einer Welt ohne Licht. Hüter, da stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut,
Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gorr. Und dein Licht ist mein. Destiny 2.